an Caspar und Dorothea Schiller. Jänner, den 21. November, Freitag 1794. Schon seit 4 Wochen, liebste Eltern, haben wir jeden Posttag auf Nachrichten von Ihnen gewartet, da wir auf 2 Briefe, die seitdem an Sie abgegangen sind, noch keine Antwort erhielten. Hoffentlich bedeutet dieses Stillschweigen nicht, dass Sie krank sind, denn sonst würde doch eine von den Schwestern geschrieben haben. In meinem letzten Briefe schrieb ich Ihnen, dass der Buchhändler Michaelis Ihr Buch angenommen. 24 Karolinen sind akkordiert. Es wird 20 bis 21 Bogen, klein Oktav, betragen und der erste davon ist schon gedruckt. Bei uns ist alles leidlich wohlauf. Zwar ist es mit meiner Gesundheit im Ganzen noch eins, aber die Beschwerungen sind doch nicht so stark, dass sie mich an meinen Geschäften hindern, deren jetzt eine sehr große Menge ist. Ich bin auch Gottlob munter an Geist und Vollmut und liebe die Arbeit trotz dem Gesündesten. Der kleine Goldsohn wird jetzt charmant. Er geht seit 5 Wochen und jagt schon im Zimmer herum, als ob er es schon 1 Jahr lang getrieben hätte. Auch fängt er an viel zu plappern und versteht schon recht vieles. Er zeigt ein sehr lenksames, weiches Herz, denn wenn er etwas getan hat, was ihm verboten wurde, so darf ich ihn nur ernsthaft ansehen und er kommt gelaufen und küsst mich, mich wieder gut zu machen. Ich zeige ihm oft ihre beiden Bilder und er weiß sie zu finden und zeigt darauf, wenn ich ihn nach Großpapa und Großmama frage. Sobald ich aufstehe, erhalte ich einen Besuch von ihm, mittags isst er mit uns am Tische und des Abends haben wir auch unsere Freude mit ihm. Ich kann nicht beschreiben, wie viel mir das Kind ist. Sie werden nun wohl wissen, dass Wohlzogen mein Schwager geworden ist. Ich wollte Ihnen nicht früher von dieser Sache schreiben, teils weil ich immer noch gehofft hatte, sie rückzugängig zu machen, teils weil sie mir in so vielem Betracht fatal ist. Nun ist es geschehen und ich schlage mir sie aus dem Sinn so gut ich kann. Diese 2 Leute schicken sich gar nicht zusammen und können einander nicht glücklich machen. Aber wem nicht zu raten ist, dem ist nicht zu helfen. Ich bekümmere mich nichts mehr darum. Diese Geschichte hat meine Schwägerin und mich ziemlich gegeneinander erkältet und Sie werden sich daher nicht wundern, wenn sie Ihnen wenig Freundschaft bezeugt. Geben Sie uns doch bald Nachricht von Ihrem Befinden und von Ihrer Lage bei den jetzigen Zeitumständen. Meine Frau sagt Ihnen die herzlichsten Grüße, wie auch meinen Schwestern, die auch ich brüderlich grüße. Der Himmel erhalte Ihre Gesundheit, liebste Eltern, und ihre Liebe ihrem gehorsamen Sohn Friedrich Schiller.